Um ein langlebiges Bauwerk aus Beton herzustellen, kommt es beim Betonieren auf das richtige Verhältnis von Wasser zu Zement an. Was passiert, wenn das Verhältnis von Wasser und Zement nicht stimmt? Ein zu hoher Wasseranteil führt zu Kapillarporen, wodurch Wasser tief in den Beton eindringen kann. Die Folgen sind eine erhöhte Frostempfindlichkeit mit der Gefahr von Abplatzungen. Auch der Schutz des Bewährungsstahls vor Korrosion verringert sich. Ist hingegen zu wenig Wasser im Frischbeton, werden nicht alle Zementkörner ausreichend mit Wasser versorgt. Unhydratisierter Zement kann bei späterem Wassereintritt aufquellen und zu Rissen im Beton und damit ebenfalls zu Festigkeitsverlusten führen. Daher ist es sinnvoll, den Frischbeton vor dem Betonieren zu kontrollieren. Dafür wird in der Regel der Wasserzementwert ermittelt. Mit dem Messgerät Sono bieten wir eine effektive Lösung zur schnellen und präzisen Bestimmung des Wassergehalts von Frischbeton auf der Baustelle. Im Vergleich zur herkömmlichen Methode des DAR-Verfahrens bietet das Gerät erhebliche Zeiteinsparungen und genaue Ergebnisse. Sono basiert auf der TRIME-Radartechnologie und besteht aus einer Lanzensonde und einem Handmessgerät. Innerhalb von 1 bis 2 Minuten durch 4 bis 5 Messungen wird damit eine Bestimmung des Wassergehalts ermöglicht. Der Messablauf des Sono erfordert keinen speziellen Aufbau auf der Baustelle. In 3 einfachen Schritten gelangen Sie zum Messergebnis. Sie stellen den Beton ein, führen die Messung in einem handelsüblichen Eimer durch und erhalten das Messergebnis, das den Wassergehalt pro Kubikmeter Beton angibt. Anhand dieses Ergebnisses können Sie den WZ-Wert berechnen. Sono bietet eine zeit- und kostensparende Methode zur Bestimmung des Wassergehalts von Frischbeton und ermöglicht es dadurch, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und die Qualität Ihrer Betonkonstruktionen zu verbessern. Die Lösung für optimale Betoniervorgänge.